Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Ja, jetzt sehen wir da, es geht wieder los, es geht gleich weiter, ja. Ja, wir haben jetzt die eine Pufferkiste gesetzt. Jetzt machen wir Folgendes, wir können hier sagen, von Pufferkisten anfordern. Das heißt, der nimmt jetzt von überall her das Zeug, auch von Pufferkisten. Und wir haben jetzt in dem Fall eine vorgeschobene Kiste gemacht, die vorrangig praktisch immer Material für hier zur Verfügung stellen würde. Genau, und das ist jetzt so. Wir haben jetzt hier mal 400 drüben festgelegt, dass immer in der Kiste drin ist. Das kann man natürlich auch reduzieren, das würde gehen. So, jetzt sind hier wieder, warum sind hier eigentlich schon Metallkatalysator-Dinger drin? Ah ja, hat er schon mal, da ist schon mal ein Zyklus durchgelaufen. Interessant, deswegen sind ja schon ein paar Dinger hier drin. Interessant, genial, also die Sache funktioniert schon mal. So, jetzt müssen wir natürlich, weil jetzt hier das Rohr voll ist, oder, naja, voll ist es noch nicht. Warum ist es noch nicht weitergelaufen? Wo liegt das Problem? Oder haben wir, ja, wobei, wir haben glaube ich auch kein Sauergas mehr so viel. Das ist das eine Problem. Wir haben es richtig angeschlossen. Das ist ein grünlich, hier so minzgrün, wie man so schön sagt. So. Ja. Okay. Muss ich nämlich hier gucken. Das ist die Abfahrtrichtung, genau da dazu ab. Hier kommt er an. Also wird er auf jeden Fall hier das Anfangsgleis hier hinkommen. Das heißt, wir müssen hier noch einmal ein Gleis hochbauen. Ah, ja, da kommt ein bisschen Bauxit. So, hier kommt jetzt nochmal eine Weiche hin. Du musst weichen auf der Weiche. So. Was für ein komisches Wortspiel sagst du da eigentlich? So, das wird jetzt wieder ganz... Es ist echt blöd, dass man keine Züge unterirdisch verlegen kann. Also keine Bahnstrecken unterirdisch. So, jetzt müssen wir hier signaltechnisch natürlich nochmal was ändern. Das hier ist nämlich... Sowas ist ganz schlecht. Weil da könnten jetzt von da an zu kommen, von da an zu, und dann knallen die da an der Ecke zusammen. Das sieht man ja auch schon. Die Pfeile da, der vorderste Pfeil hier schon zusammen. Das funktioniert so nicht. Und deswegen muss dieses Signal da hinten hin. Das kommt weg. Und hier kommt ein neues Signal hin. Ja, und damit es hier kein Problem gibt, müssen wir hier einen Block, zum Blocksignal noch ein Zusatzsignal dazu machen, damit es hier besser ist. So, damit es hier nicht raucht. Ja, das wird jetzt hier ein bisschen wieder eine blöde Situation. Das ist jetzt Abfahrt, ne? Blocksignal. Der sollte da keine umstellenden Datenbereich freigeben. Der müsste aber eigentlich das hier lesen, das Signal, je nachdem die Signale hier. Dieses Signal hier, wo da schon steht, das reguliert uns das hier, ja, dass hier gefahren werden darf. Ich weiß nicht, ob hier so ein Signal ausreichend ist. Okay, das unterteilt den Abschnitt noch einmal. Das ist jetzt natürlich wieder ganz toll. Das ist unglücklich, wie das hier jetzt ist, das Signal. Aber, ja, das... Mir gefällt es wirklich nicht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das ist hier halt besser. Aber wenn du sowas halt hast, so ein Abzweig, wo dann so weggeht und da hast du nicht viel Platz hier, dann kannst du es jetzt gescheit steuern. Normalerweise. Aber wenn das Signal, das wird ja immer noch grün bleiben, oder? Wenn aber hier rot wäre, müsste er doch theoretisch hier auslesen.
Meine, wir brauchen ja sowieso eine Lok, also komm. Wir bauen uns mal ein Züglein. Jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Ne, nicht eh. Nicht gepanzert. Die hier. Wir gehen mal davon aus. Hier steht ein Zug. Ja gut. Halt, das stimmt noch nicht ganz. Der Zug muss natürlich hier aufs Gleis. So, ja, jetzt meldet hier rot, ist klar. Der hier meldet auch rot. Warte mal. Und das Signal gibt nach grün weiter. Das müsste doch maximal gelb anzeigen, oder? Was passiert? Jetzt will ich mal was wissen, wenn ich jetzt hier... Ah ja, da zeigt er auch rot. Er nimmt das Signal und leitet es weiter. Das kann man also nicht machen. Sonst stockt hier alles. Was wäre, wenn ich jetzt hier so einen setze? Dann macht der rot. Und wenn ich es ganz weglasse, dann macht der hier rot. Ja, aber da darf halt kein Zug stehen bleiben. Der würde hier in der Kreuzung stehen. Das ist mein Problem, wo ich jetzt habe. Also doch ein Kettensignal. Ja. Ich denke mal, dass es so funktionieren würde. Gut, jetzt ist hier immer noch rot. Klar, weil der Zug hier immer noch da ist. In dem Abschnitt. Das ist ein Abschnitt. Jetzt wird er wieder grün, ja. Weil ich jetzt nach dem Signal hier bin, genau. Okay. Dann suchen wir nochmal weg. So, jetzt können wir hier wieder nicht, das ist wieder so, jetzt wird da oben wieder so ein Kolben ranbauen sozusagen. So ein Globus. So. Ja, ob das jetzt schon ein zu früh war jetzt gerade, aber mal schauen. Hier weiß ich jetzt allerdings nicht, ob der mit anderen Tanks arbeitet, wie als mit denen hier. Das ist noch so eine kleine Frage. Ich brauche jetzt erstmal eine Zughaltestelle. So, da hält der Zug. Ja, warte mal, wir müssen den Schlenker hier noch einmal ändern. Der muss weiter hoch, dass wir da ein bisschen mehr Platz haben. Einmal so circa eine Zuglänge weiter hoch. Machen wir hier unseren Globe. Anschluss. So. Jetzt. Dahin. Wie habe ich das mal gebaut? Vorne am Bahnhof so ein Signal. Und hinterm Bahnhof ein anderes Signal, ein Blockabschlusssignal. Genau, jetzt machen wir das so. Der Zug steht schon mal hier. Und dann brauchen wir einen Tankwaggon. Das ist gepanzert, dann brauchen wir nicht. Dreier Tankwaggon. Was hat denn der für eine Größe? 50k. Die hatten früher die Größe, aber dann wurde es geändert. Das, ja. Deswegen, ich baue jetzt mal so einen Tankwaggon. Was ist das? Das ist der Tankwaggon 1. Mittlerweile haben sie noch 25k hier. So. Okay, jetzt müssen wir hier... Wir bauen den Bahnhof weiter hinter. Ich möchte das ungefähr Mitte haben, ja. So.
Das dürfte eigentlich gut sein. Dann ist das Signal natürlich verkehrt. So. Naja, verkehrt ist es nicht, aber das soll eigentlich unmittelbar am Bahnhof dran sein. Tankwirkung. Jetzt brauchen wir wieder eine Pumpe. Also, das habe ich noch nie mit den Pumpen da, wo ich jetzt hier zur Verfügung habe. Halt hier. Das ist halt auch für mich was ganz was Neues. So, genau, da kommt eine Pumpe. Die kommt hier. Also hier sieht man jetzt auch, welchen Gleisbereich die abschließt. Wir gehen mal davon aus, der Waggon steht auf jeden Fall hier, ne? Dann machen wir dann mal den obersten hier. So, und wenn ihr die Pumpe dann in Aktion seht, das ist dann richtig witzig. Jetzt will ich mir aber nochmal eins was angucken. Was sind das hier eigentlich? Petrochem Gaswagen. Ja, da gibt es andere Waggons. Aber ich weiß noch nicht mal, der hat Fassungsvermögen, okay. Ja, der hat ja gar nichts. Was sind das hier für verschiedene Crawler? Okay, naja, das interessiert eigentlich nicht. Das benutzt mir ja eigentlich gar nicht. Dieses komische AI-Fahrzeug, das habe ich auch gar nicht so richtig installiert hier. Da fehlt eigentlich noch was dafür. Ich habe mir eigentlich nur dieses Minenfahrzeug da rausgenommen, mehr nicht. Weil man es auch manuell fahren kann hier. Bei den Tanks geht wahrscheinlich die Ankopplung nicht, könnte ich mir vorstellen. Höchstens da vielleicht noch, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ihr werdet schon sehen, warum. Beziehungsweise, wartet mal. Nee, Quatsch. Was erzähle ich denn da für einen Scheiß? Ich erzähle wieder einen totalen Schmann. Natürlich kann ich die Tanks verwenden. Kleiner Tank, 80k. 125. Gut, oder die althergekömmlichen Tanks hier, die hier. 100k, da würden praktisch zwei Ladungen reinpassen für den Tankwaggon. Ja, ich hatte gerade wirklich einen dicken Denkfehler wieder. Oder eben wieder den Jax-Tank, aber der ist eigentlich für hier viel zu riesig, finde ich. Man könnte auch an den Tank zwei Pumpen anschließen, dann würde der Tank schneller gefüllt vom Zug. Das hat jetzt die Frage. Ich könnte davon dann drei Tanks hinbauen. Das. Ja, komm, warum eigentlich nicht? Wir nehmen mal die herkömmlichen Tanks, die man sonst eigentlich auch immer baut hier. Die haben wir eigentlich noch nie so richtig verwendet. Am Anfang mal. Jetzt zeige ich euch die einfach noch einmal hier. So, die kann man dann so lustig hier im Slalom legen hier. So, die Pumpe hier dran. Eine reicht, glaube ich, wirklich für den Tank zum Aufladen. So, der Zug ist richtig rum. Ja, bloß der Anschluss hier hat jetzt hier. Egal, dann verlegen wir es halt. Das Rohr ist geduldig. So. Jetzt läuft hier Flüssäure rein. Ah, das Rohr war anscheinend jetzt auch schon voll. So, jetzt haben wir auch. Ja, jetzt haben wir hier auch grüne Katalysator-Dinger hier ohne Ende. Ich meine, das hier hat auch noch einen kleinen Vorteil. Das Band nimmt halt nicht mehr auf, wie geht. Gut, und die Kiste, die wird halt dann auch voll. Aber das ist in dem Fall total egal. Das reguliert sich ja. Und das, was zurückkommt, naja, das gibt hier sozusagen einen kleinen Kreislauf. Allerdings hat der Kreislauf ein kleines Problem, weil ich, wenn ich die File biete, auch noch für andere Sachen, dann werden irgendwann die Träger weg sein, die Rahmen. Das ist das Problem. Deswegen machen wir Folgendes. Wir machen eine Minimalsanfrage von diesen Katalysatorenträgern. Ja, meinetwegen bringt den jetzt mal ein paar hier rein. Aber ansonsten ist das hier gesättigt und dann kann hier immer wieder was zu. Es kann sich natürlich irgendwann auch volllaufen, wenn dann da wieder Träger hergeliefert werden. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann anders noch einbinden können, eventuell mit diesen Trägern. Das ist, wie gesagt, so eine Geschichte. Aber so müsste es mal funktionieren. So, jetzt wird hier Flusssäure fabriziert. Ja, wie zeige ich euch das jetzt am besten, damit es schön aussieht? Ja, ihr werdet es gleich sehen. Die Typ. Ja.
da fährt sich die Pumpe praktisch aus und geht da oben an den Anschluss vom Tank und füllt dann jetzt auf hier. Das sehen wir jetzt, Tankwaggon 3, wie es hier steigt praktisch. Und ja, interessant, in den kann man noch Schilder und so weiter einbauen. Wahrscheinlich muss man dann für jeden Waggon extra eine Energieversorgung einbauen. Das wird wahrscheinlich sein. Soweit habe ich mir das noch nie überlegt. Das wäre natürlich so eine Sache, aber wir kämpfen ja nicht. Wir tun ja hier wirklich nur fabrizieren. Wir wollen die Arcade erreichen. Wir wollen den Mod erleben. Das Kämpfen wäre da jetzt eine andere Situation. Wenn der wirklich durch befeindetes Gebiet fahren müsste und dann geschützt werden müsste, dann würde ich ja auch einen gepanzerten Waggon bauen hier, ne? Ich glaube, der Zug sieht doch ein bisschen anders aus wie der normale, oder? Hier vorne ist ja von der Farbe her anders aus. Ja. So, was haben wir jetzt hier eigentlich gebaut, ne? Die Pumpe zieht jetzt eigentlich diese Säure hier raus. Sollte sie normalerweise. Die zieht jetzt aus dem ganzen System die Säure raus, aber hier ist trotzdem ein bisschen was drin. Das hat aber auch den ein Problem, weil ich hier den Anschluss so habe. Könnte das aber ändern. Warte mal, was passiert denn, wenn ich das so mache? Ja, dann zieht er sich leer. Warte. Nee, ja, nicht wirklich. Ich müsste das hier an dem Tank anschließen, damit der immer dann noch leer zieht hier. Machen wir jetzt einmal, komm. Ja, wird gespeichert, danke. So, wir ändern jetzt hier noch mal was. Da wird nichts verschwendet. Das geht jetzt ins Rohrsystem zurück, wenn ich das da abreiße. Das habe ich halt mal festgestellt. So, warte mal. Den machen wir auch weg, den Riegel hier. So. Und jetzt müsste eigentlich der das hier leer ziehen können. Die Pumpe. Müsste, könnte, sollte. Aber sie tut es nicht, oder? Ja gut, wir können noch eine zweite Pumpe zum Beispiel anschließen. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Das will ich euch trotzdem mal zeigen, wie man das kann hier. Man kann an dem Waggon praktisch drei Pumpen anschließen auf einmal. Es war früher auch mal möglich, jeden dieser Kugeln von diesem Waggon, dass das mit einem anderen Gas oder Flüssigkeit gefüllt war. Das haben sie aber irgendwann rausgenommen, dass praktisch jeder Tank bloß noch eins ist. Also alle drei zusammen. Ja gut, ich weiß es nicht, was das damals, warum sie es rausgenommen haben. Naja, mir macht es nichts aus. Ich habe das Feature eigentlich eh nie verwendet. So. Das war blöd. Da ist ja gar kein Anschluss. Moment mal. Ja, genau. Das geht ja gar nicht, weil... Das geht ja nur da. Aber da haben wir keinen Waggon. Okay. Da hat sich's im Prinzip schon wieder erledigt. Ja, dann baue ich die Pumpe einfach hier rein. Das funktioniert nicht ganz so, wie ich das möchte eigentlich. Warum in dem Tank jetzt hier mehr drin ist? Das ist komisch. Im Prinzip brauchen wir eigentlich auch keine drei Tanks, ne? Ja, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich einen Tank abreiße, ob das dann auch hier transferiert wird noch. Da bin ich mir nicht 100% sicher, nur bei Rohren habe ich gemerkt, dass sich das transferiert. Ich meine, es ist jetzt nicht tragisch, dass der jetzt hergeht und die Tanks hier füllt. Das fließt hier ja trotzdem durch, aber normalerweise müsste hier null, nichts dastehen. Weil es einfach da durch die Pumpe und da reinfließt, ne? Und die hat ja angeblich hier eine, ja, das kann man jetzt leider nicht mehr sehen, ein Durchsatz von, ja, irgendwas halt. Wo steht's denn? 30.000 pro Sekunde. Weil im Prinzip würde dann ja, weil wir hier nicht mehr reinkriegen wie 50.000, würde eigentlich bloß ein Tank reichen, ne? Vom Prinzip her. Ich glaube, das machen wir dann auch so.
Ich warte jetzt mal kurz, bis es wieder leer ist. Na komm, mit der 02 hier. Jetzt drückt er hier einen Tank rein, jetzt wird er leer, okay. Schön. Das müsste viel schneller gehen. Das müsste viel schneller leer gepumpt werden normalerweise. Das hat er, ah ja, doch, der transferiert es in den Tank dann. Und jetzt tut sich der Ausgleichen klar. Wir kennen ja das, dass sich das ausgleicht hier, die ganze Flüssigkeit immer wieder im Factorio. So, jetzt zählt er langsam runter, okay. Jetzt müsste es hier dann auch wieder. Ja. Also er zieht langsam aber sicher leer hier die ganze Geschichte. Ich mache jetzt mal hier ein bisschen Beschleunigung. Jetzt ist mir das nicht egal. Und das Rest, das hat er jetzt glaube ich nicht verwendet. So, und jetzt probieren wir noch einmal, wenn wir das nochmal hier anschließen. Ja, belegte wieder die hinteren Tanks, alles klar. Warum der zuerst den Tank verwendet? Ah ja, weil der wahrscheinlich immer gleich leer gezogen wird. So, und hier bauen wir jetzt einfach nochmal die Pumpe ein. Ja, dann haben wir hier ein Lager, aber das ist jetzt eigentlich egal, ne? Normalerweise baue ich immer mehrere Tanks, also für jeden Waggon mindestens einen von den Tanks. Und dann klappt die Sache auch hier. Und das ist jetzt Flüssäure. Nicht Willy Spoon. Nicht irgendwas mit einem Löffel hier. Beladung. Ich nehme jetzt einfach mal das hier raus, dass ich nicht so viel schreiben muss. Flusssäure. Beladung. Ich weiß gar nicht, schreibt man das so? Ja, doch, die schreiben es auch so nicht mit scharf S. Ich habe gedacht, Fluss. Okay. Wir gehen einfach mal davon aus, dass dieser Zug zwei Waggons hätte. Dann machen wir hier das Abschlusssignal hier. So. Dann sage ich dem Zug schon mal, nicht, ja gut, automatisch geht nicht. Station hinzufügen. Flusssäurebeladung. Ja gut, Inventar voll. Wir machen eine Oder-Verbindung. Wir sagen mal, falls das mal voll werden würde, dann ja, dann fahr. Aber wir machen eine Wartebedingung dazu. Wir machen Inaktivität, ist in dem Fall bescheuert. Wir machen hier Flüssigkeitsmenge, machen wir auch nicht. Das ist auch bescheuert. Wir machen Zeit vergangen. 30 Sekunden. Nach 30 Sekunden sollte er einfach mal losfahren und soll die Säure abladen. Das kann man natürlich noch variieren, die Zeit. So, jetzt ist man natürlich unten. Gucken wir mal ganz kurz. Da oben habe ich nicht gerade geguckt, ob das hier ausreichend ist. Was da abgefackelt wird. Nee, es passt. Ja gut, saures Gas wird ja auch gut verbraucht, alles klar. Also das ist nicht viel, der Zug, der ist fast unnötig. Aber da die Infrastruktur schon dasteht, dann kann man es ja auch verwenden, auch wenn es unglücklich hier ist. Mir gefällt es einfach nicht so, wie das hier gebaut ist. Könnte man natürlich wieder ändern. Nee, es bleibt jetzt so. Wir machen da keine separate Bahnlinie für. So verwenden wir einfach die Gleisanlagen weiter, sagen wir auch so. So, und da das ein ganzer Weg hier ist, würde ich aber gerne wieder mit dem Auto fahren. Ups. Ja, dann reparier halt. So, danke. Jawohl. Gleich nochmal gegen irgendwas dagegen gezemmelt. So,
So, also er fährt hier und dann kann er da. Das ist interessant, wie ich die Bahnstrecke gelegt habe, ernsthaft. Warte mal, wenn wir schon mal da sind, bevor wir hier was rammen, erstmal das hier abreißen. Und hier ist ein ganzer Arm ohne Arbeit geworden. So. Schön. Ja genau, das wollte ich eigentlich vermeiden. Jetzt bin ich doch dagegen gesammelt. So, dass ein blaues Licht, weil irgendwo ein Zug steht. Ja. Ja gut, durch die großen Mästen kann man durchfahren. Das haben sie irgendwann mal anders gemacht. Vielleicht weil zu viele Spieler dagegen gedüst sind. Aber die kleinen Mästen sind nach wie vor noch zerstörbar. Beschädigbar. Ich könnte auch damit leben, wenn die das nicht mehr wären. Das wäre mir sogar lieb, wenn die nicht mehr beschädigbar wären. Weil ich da auch so oft dranhänge an den Dingern. Öfters als mir sehr lieb ist. Da können wir alles wieder einsammeln. Dann könnte ich hier mal gerade noch geschwind die upgraden. Etwas Sufferite eingesammelt, ich weiß. Das werde ich auch gleich wieder hier los. So. Praktisch, wenn die Kiste in der Nähe ist. So, und der tut es halt schön ausbalancieren hier, dieser Balancer. Schöne Sache einfach. So, das nächste, was wir anfahren können, da unten brauchen wir eigentlich nicht vorbeigucken. Ja, ich mache wirklich immer Sachen, die eigentlich gar nicht zu machen wären, aber ja, so ist es halt normal. Ich lasse mich halt gern ablenken. So, jetzt sind wir hier. Auch eine schöne Verlegen, echt jetzt. Solange es einigermaßen funktioniert, soll mir es recht sein. So, raus aus dem Auto und schnell weiter. Warum stehen wir hier? Nicht wegen der Flusssäure, nicht wegen dem Erz, weil... Ah ja, weil nicht mehr verbraucht wird. Okay, das ist voll geworden. Das wundert mich. Wie viel ist noch da? 43! Oh, das ist ja gerade so aufgegangen. Ey. Oh, Wunder, Wunder. Das ist echt ein Wunder. So. Also, wie ist denn das jetzt? Der Zug kommt... Fährt hier weiter, fährt hier. Dann wird er hier hinfahren. Nee, das machen wir nicht. Den vorhandenen Zug. Nee. Der müsste dann zwei Dinge anfahren. Man könnte noch einen Waggon hinten dranhängen, klar, aber das machen wir nicht. Wir lassen. Wir könnten sogar. Ja, mein Problem ist jetzt einfach, wie mache ich es, ohne dass ich da wieder riesengroße Weichen und sonstiges reinlege. Ich hätte eine Idee, die wäre, ich tue hier noch einmal hier einen Abzweig machen, dass er hier lang fahren darf. Dann muss er das Gleis nur kreuzen. Und anders müsste ich hier lang... Hier kreuzen und dann noch mal oben mit da rein.
Wenn ich hier weiterfahre, dann hier Kreuz. Kann ich hier hochfahren? Da muss ich hier wieder. Da muss ich hier wieder zurück. Ich will halt nicht durch den Bahnhof hier, aber da kann ich wahrscheinlich auch nicht durchfahren. Das ist ein Problem. Ich brauche da. Wenn, dann brauche ich einen Bypass, oder? Nee, das kann ich nicht anschließen. Das geht nicht. Ich könnte jetzt hier so raus und hier so, aber ich kann es dann hier nicht mehr anschließen. Zur Spitze kann man dann anschließen. Ihr seht, das ist gar nicht mal so einfach. Großer Strommast, das kann weg. Kusch. Lasst das mal verschwinden. Ich glaube, wir machen hier so eine richtig schöne Dreierweiche hier draus. So. Und dann haben wir nämlich hier auch eine schöne, einen schönen Übergang hier eigentlich. Wir können den jetzt so machen, wir können den so machen. Ich glaube, wir machen den schräg. Schräg. So, 1, 2, 3. Hier soll es gleich sein. So. Fast. So, stimmt der Abstand noch? 1, 2, 3, jawohl. Das kommt dann so. Normalerweise müsste der uns das Gleis auch dann immer freigeben, weil da haben wir ja hinter dem Bahnhof über ein Signal. Nur wenn halt da noch ein Zug im da im Abschnitt ist, dann meldet er uns das. War das jetzt richtig? Jawohl, das war. Hui, das ging gerade so. Warum ist denn da eigentlich? Warum ist denn da ein Strommast? Hä? Der hat ja gar nichts zu suchen. Ja gut, mein Plan hat doch noch ein Problem. Nee, er hat kein Problem. Ich mache das einfach so, dass er da so immer wieder ein. Dann müssen wir aber erstmal hier den wieder Einschwenker hier reinmachen. Das wird ein lustiges Gleis. Das ist ein lustiges Gleis, das muss ich schon sagen. So. Ja, dann machen wir das. Ja. 1, 2, 3. Lassen wir das hier auch. Ja gut, die biegen soll hier. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist schon zu weit. Aber jetzt haben wir es, jawohl. Machen wir hier wieder unsere Öse. Ja gut, diesmal machen wir die Öse anders da. Da machen wir es halt so. 1, 2, hier. Jawohl, passt. Ja, und jetzt kommen wir mit dem einen Gleis hier einfach hoch. Hurra, noch mehr Züge, noch mehr Gefahr, dass ich noch mehr überfahren werden kann. Da bin ich noch blätter wie vorher. So, jetzt hat, brauchen wir hier wieder Signalchen. Signale Dunas. Warte mal, nee, das machen wir nicht so. Das machen wir. Blocksignal. Blocksignal. Der weiß noch nicht, mit sich anzufangen. Das wird man aber gleich ändern. So. So, der kommt dann hier raus. Der Zug. Das heißt hier. Da muss hier nochmal ein Signal hin, der dann hier klärt, dass hier frei ist. Und hier ein Signal. So, hier kann man nochmal zwischen rein eins hängen. Das ist gar nicht schlimm, das tut auch keinem weh. Und hier können wir auch mal noch mal ein Abschnittssignal setzen. So. Das
reicht auf jeden Fall. So, der weiß jetzt mittlerweile, was er zu sagen hat hier. Der hat sich ausgeblinkt. Ja, nicht ausgeklinkt, sondern ausgeblinkt. So, hier machen wir gleich ganz hinten ein Signal. Beziehungsweise, warte mal, da können wir noch warten. Wir brauchen jetzt nochmal einen Bahnhof. Ja gut, wir können davon ausgehen, dass wir eigentlich bloß maximal zwei Waggons haben. Sonst geht es halt in die Kurve, aber das ist, ja, machen wir mal so. Klick, klack, klick, klack, klick, klack. Und dann machen wir hier das Abschlusssignal. Und da vorne das Signal. So, man braucht wesentlich mehr Blocksignale. Zumindest hat es früher Blocksignal geheißen. So, und du bist nicht QBay64, sondern Flusssäure B nicht, sondern Entladung. Enter, passt, Farbe braucht man keine, das ist Piep, wurscht egal. Piep! Ja, Piep, wurscht egal. So, und damit das hier nicht so ein Problem gibt, dass da der Zug ewig stehen muss und abpumpen, machen wir hier natürlich wieder im Prinzip ein Tanklager. Ja, komm, was soll's. Wir bauen das gegengleich, wir bauen da auch drei solche Tanks hier hin. Das dauert jetzt wieder einen Moment, bis er die alle hat. So, Moment, ich brauche erstmal noch die Pumpen. Was ist denn das schon wieder? Jetzt haben wir hier schon wieder so ein Mast hier reingejubelt hier. So, weg mit dir. Pumpe. Eine Pumpe. Schön, dass das dann immer die Kästel anzeigt. Die Pumpe muss natürlich folgerichtlich von der Pumprichtung in die andere gehen, also so rum. Hat natürlich jetzt keinen Strom, das wäre auch zu schön gewesen, wenn jetzt einen Stromanschluss hätte. So, das können wir jetzt einfach mal so machen hier. Das ist überhaupt fast egal. Strom. Strom, Strom, Strom. Nur, dass da die Bahnhöfe nie einen Strom brauchen. Da hauen wir einfach da oben so ein Umspannwerkchen. So, da müssen wir mit kleinen Strommasten rumfummeln. Passt. So, jetzt machen wir hier einfach eine Leitung dran. Diesmal jetzt so eine Leitung hier. Und die schließen wir hier an. Mein Fehler. Halt, hör auf damit. Ihr sollt nicht in die Tanks reinladen. So, ihr sollt hier bitte ein... Ach, warte mal, wie mache ich das jetzt wieder? Wir könnten ein Rückschlagventil reinbauen. Ne, wir bauen eine Pumpe ein. Ja, da war der Speicherer wieder im Weg. Wir bauen gerade hier am letzten Zipfel hier eine Pumpe rein. So. Ihr sollt nämlich da nicht in die Tanks reinladen. Das hätte euch ja gerade so gepasst hier. Die Tanks sollten eigentlich leer sein. Möglichst leer. So. Jetzt. Abbrechen. Mit Linksklick kann man die Karte ziehen. Oder eben mit den Pfeiltasten steuern hier. So, der Zug. Das machen wir jetzt mal telemäßig. Kriegt jetzt eine neue Station. Flusssäure Entladung. Schaltungsbedingung Inventar leer. Schaltungsbedingung Zeit vergangen. Hier machen wir, ja komm, wir machen mal von Haus aus mal 45 Sekunden rein. Zug automatisch. So, was ich noch vergessen habe natürlich, ist eine Betankung. Ja, da müsste noch eine Kiste hin. So, da kommt der Zug.
Ach, der ist tatsächlich voll geworden. Jetzt pumpt er den. Oh, das geht ratzfatz, ja. Ich fahr mal mit. Seht ihr? Das ging ratzfatz, wie schnell der leer war, ja. Die Füllung dauert jetzt wahrscheinlich wieder länger, weil nicht so viel da ist. Auf jeden Fall funktioniert die Zugstrecke. Ja, das dauert jetzt eine Weile. Oder ein bisschen, ja, da ist nicht genügend da. Beziehungsweise, warte mal. Ich schalte mal kurz auf manuell. Ich möchte nicht wieder mit runterfahren. Und zwar bekommt er jetzt eine Kiste. Ja, in dem Fall auch wieder eine Anforderungskiste. Dahin mit dem Stapelgreifer. In die Kiste tue ich mal da eine Anfrage reinsetzen. Und zwar bitte ruhig 50 Würfel. Oder nee, warte mal, 100 Würfel reichen. So. Das lässt sich auch so schlecht komprimieren, das Zeug. Also wie gesagt, das Problem ist jetzt tatsächlich wirklich, dass das mit den Tanks nicht so hinhaut, wie ich das gerne hätte. Hätte Fahrradkette. Ich glaube, ich würde hier nochmal was umbauen gleich. Sauergas, sehr gut. Das wird immer weniger auf jeden Fall jetzt, ist klar. Jetzt filtert die noch nicht mal mehr. Das ist mit den Tanks, das ist immer so ein Phänomen. Also wirklich, da baue ich jetzt nochmal eine Pumpe rein. Das ist mir jetzt egal. Daran soll es nicht schabern. Wir haben genug für die Pumpen hier. So. Damit die auch immer hier gleich voll sind, weil bis das hier nachgeträufelt ist, ja. Das ist blöd. Sieht man da was Interessantes an den Pumpen? Nö, man sieht nur, wie es hier leuchtet, aber ja. Nichts zwangsläufig Tolles, ja. Wenn man drüber hoppert, sieht man, wo was rauskommt, aber ich mache wieder einen alternativen Modus rein. Ich lasse jetzt den Tank hier nochmal voll laufen. So, mittlerweile, jawohl, mittlerweile tut er das so machen, alles klar. Sauergas wird leer. Zur Not müssen wir halt gucken, wie wir Sauergas halt noch erstellen, ne? Wenn es nicht ausreichen würde. So. Haben wir es bald. Schwefelabwasser, Alter. Oder Schwefel, Wasserstoff, so irgendwas mit Schwefel, das entsteht so viel. Da kannst du ständig Schwefel irgendwo hinpacken. Ist einfach so. So, das hat jetzt hier in einen Tank reingeschmissen, jawohl. Ich mache jetzt mal folgendes. Ich baue hier den Tank an wieder. Machen wir hier den Puffer hier vorne dran. Dürfte nichts passieren. Ne, da mischt sich nichts. Machen wir da rechts und links einen Tank hin, dann kann er das hier nämlich schon mal reinpuffern. Und dann den Tank umpumpen, je nachdem. So. Das ist mir jetzt zu blöd hier, dass es sich dann da immer verteilt. Und die Pumpe ja sich in Wolf machen muss, bis es hier raus ist. So, der Zug dürfte eigentlich jetzt wieder fahren, weil die Zeit verlaufen ist. Er hat zwar Zisch gemacht, aber ja. Volles Inventar ist noch nicht fertig, aber die Zeit hat jetzt auch wieder neu angefangen, wenn ich hier nämlich das aktiviere, oder? 3 Sekunden später. Dim, 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 dim. Auf geht's.
Ja, ich werde jetzt natürlich dann nachher wieder in der Zwischenzeit mal gucken, dass ich neue Erzquellen erschließe, die jetzt hier nicht mehr vorhanden sind. Und ich schaue mir vielleicht auch mal das mit der anderen Forschung an. Beziehungsweise, ja gut, okay, der Zug fährt, die Zeit ist rum. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt mache ich es nämlich nicht, beziehungsweise wollte ich sagen, wir gucken uns das gemeinsam an. Ach, da hinten ist ein rotes Licht, ich habe gerade gedacht, der Tank wäre hinten rot. Dem kann man ja auch keine Farbe geben, okay. So, der wird jetzt ratzefatz leer und der Zug fährt weiter. Das klappt wundervoll. So, jetzt hat er hier das geliefert. Jawohl, so geht es jetzt also mit einem Tankzug hier. Tanklastzug wollte ich jetzt schon sagen. Nee, ein Tankzug. 8,1, okay. Ja, normalerweise, wie gesagt, müsste es laufen, aber weil das hier noch nicht weitergeht. Das nächste, was jetzt käme, ja, ist ja schon gut. Das Thema ist eigentlich jetzt auch erstmal gegessen. Das können wir hier löschen hier. Das haben wir jetzt vorgegriffen. Die Flusssäure ist eigentlich momentan auch erstmal erledigt. Das kommt später, das können wir immer noch machen. Die Jivolit-Kristalle sind auch erledigt. Das nächste ist jetzt gereinigtes Jivolit. Und das stellen wir in einer Erzraffinerie her tatsächlich, ernsthaft. Erzraffinerie MK2 bloß, echt jetzt? Haben wir da nicht mehr? Wo kommt denn die vor? Und dann müssen wir das Gedöns ja auch noch hier machen. Also wir haben noch so viele Folgen vor uns. Ja. Wir haben noch... Oh, was habe ich... Was habe ich denn jetzt für einen Scheiß gemacht? Ja, alles kaputt macht er wieder. Mensch. Geht doch nicht. So, wir haben noch so viele Sachen vor uns. So, das gucke ich mir auch gleich an, ob das fertig ist hier. Ja, ich glaube, da unten sind noch 44. Gut, das mache ich jetzt dann noch weg mit dem Ding. Ja, jetzt gucke ich mir noch mal kurz hier diese was heißt das? Nee, das ist es nicht. Wie hat es geheißen? Da kommt überall Erz vor. Erzbrecher? Nee, das war es nicht. Erzraffinerie, genau das war's. Aha, für die brauchen wir dann hier eine Wolfram-Platten. Ja, das haben wir halt nicht. Dann können wir nur die bauen mit 0,75 von der Verarbeitungszeit her. Oh Gott, das ist nicht viel. Naja, wir werden das jetzt dann erstmal die Kristalle in eine Lagerhalle laufen lassen. Dann können wir es nicht von da aus verteilen. Je nachdem. Naja, das ist ja echt Erzpulvermühle, okay. Die haben wir, glaube ich, auch noch nie oder einmal haben wir sie, glaube ich, jetzt verwendet, oder? Kann das sein? Ja. Also das brauchen wir dann, um da weiterzumachen, um die Erzkristalle mit Hilfe von thermischer Behandlung weiterzuverarbeiten. Alles klar. Rezeptebuch, ich gucke mir nochmal, aber da sehe ich nichts Thermisches. Na, dann ist es wahrscheinlich elektrothermisch. Ja, ganz klar. Da brauche ich jetzt, wenn ich 60 von denen hier das liefern lasse, die Kristalle, das können wir uns einmal noch ganz kurz angucken. Ja, das noch kurz und Zelle ist noch kurz, ich weiß. Es entstehen 60 von den Kristallen hier. Und ich kann ja mal so ein Erzdingsbums bauen hier. Wo waren das jetzt? Das war so schön gerade. Hier, Erzraffinerie. Ich kann ja mal 10 Stück bauen, das ist jetzt egal. Wird man brauchen. So, ich pflanze hier mal eins. Ich gucke mir das Programm mal an. Das wollte man dann haben zum Beispiel. So. Damit es hier nochmal aktualisiert wird. Es braucht von den Dingern hier 1,5 pro Sekunde. Wenn wir jetzt mal 10, wo wir gebaut haben, hier haben, würde da 15 pro Sekunde verarbeiten. Das würde überhaupt viel zu wenig sein. Wir bräuchten hier, wir haben 60, glaube ich, pro Sekunde. Mit gespeichert, ja. Dann bräuchten wir 40 Stück von denen. Um das, was hier rauskommt, zu verarbeiten. Um 60 Stück pro Sekunde wieder zu bauen. Ja, meinetwegen, da übertreiben wir jetzt einfach mal mit der Anlage.
Dann wissen wir das schon mal im Feldversuch für die anderen Anlagen, die wir jetzt dann auch noch brauchen, zum Beispiel. Wobei wir die wahrscheinlich um die Hälfte kleiner bauen werden, je nachdem. Ich schau mal, ob wir auch übertreiben. Das ist ja wurscht, ja. Gut. Also Leute, ich sag mal wieder vielen, vielen Dank fürs lange Zuschauen und fürs lange Aushalten, ja. Ich habe mal wieder viel zu viel überzogen. Ich wollte eigentlich wirklich nur so 30 Minuten wieder machen oder eine Dreiviertelstunde. Da sind wir jetzt 5 Minuten drüber, eine Dreiviertelstunde. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss. Und einen Daumen nicht vergessen und ein Like und so weiter und so fort. Ja, Daumen ist ein Like. Also jetzt, ciao, ciao.